Hallöchen, willkommen dann wieder von mir. Willkommen zu einem recht großen, gemixten Tego und Ali-Haul. Ich glaube, ich habe nur eine Sache von DM und das sind diese Nachfüller. Ich beginne mal einfach mal so Krimskrams. Und zwar habe ich hier so einen Luftballon bestellt. Das ist so ein Stehender. Ich mache ihn mal, glaube ich, nicht auf. Oder doch? Ich werde sowieso nicht wissen, ob der kaputt ist. Auf jeden Fall ist das so eine hübsche 6. Und es müsste, glaube ich, so oben eine Krone sein. Und das ist ein Luftballon zum Stehen. Jetzt auch mal, kriege ich das nie wieder rein. Nie wieder. Aber ich will nur ganz kurz gucken, ob es da irgendwo dieses zu sehen ist, was für eine. Genau, hier so ein Krönchen. Und das, die Größe hier steht nicht drauf. 40 Pink, 40 Inch. Ja, genau. Also wie alle Folienballons richtet so ein bisschen, ne? Na, das brauchen wir auch nur einen Tag. Die Pippi, die Olivia, die wird nämlich 6 Jahre alt. Die wird auch eingeschult. Und ja, deswegen musst du das einmal her. Guck mal, jetzt habe ich das nicht ganz geöffnet, jetzt geht es doch wieder. Aber ja, ich mache das dann danach. Genau so. Einmal die 6. Ich habe noch eine oder zwei Bestellungen sind noch offen. Da sind noch andere Ballons drin. Dann hier Fancy Nancy habe ich das hier bestellt. Ich habe ja das schon mal gehabt. Und davon ist mir eins kaputt gegangen. Jetzt mal gucken. Die knacken so ein bisschen, ne? Also ich habe wahrscheinlich so dicke Arme oder so. Auf jeden Fall, ja, habe ich nur noch eins und dieses drumherum, das rutscht mir immer runter beim Gesicht waschen. Und jetzt habe ich mir so ein Ding bestellt. Und das, ich sehe nicht, siehst du meinen Kopf? Das hält jetzt ganz gut. Das ist jetzt total blöd war, dass du mich jetzt nicht sehen kannst. Einen Augenblick. Tada! Also es sitzt ja ganz gut hier, ne? Also klar macht das hier so ein bisschen so ein Öhrchen. Oh Gott, jetzt bin ich so nah dran, Entschuldigung. Aber ich finde das so süß. Und ja, davon habe ich jetzt noch eins auf Reserve. Und das Band, damit spielen die ganze Zeit meine Töchter. Da habe ich gar keine Chance zu. Aber ich finde das schon so ganz, ganz angenehm, wenn das Wasser nicht die ganze Zeit so die Ellenbogen runterrennt. Das ist schon angenehm, genau. Ich glaube, ich werde aber von diesen Stöpseln hier noch Ersatzdinger bestellen, aber ohne einen Haarteil. Nur diese Handdinger. Genau. So, jetzt geht's weiter. Dann habe ich hier. Ach nee. Habe ich vergessen auszupacken. Entschuldigung, einen Augenblick. Ich habe einfach mal so eine random, einfach so eine Brille gekauft. Ich habe zwar irgendwo eine ganz, ganz teure, mit Sehstärke sogar, aber ich finde sie nicht mehr. Jetzt habe ich hier so eine braune. Ich denke eigentlich, dass. Oh, wieso ist das denn hier unten so? Oh, das finde ich jetzt so lala, ne? Aber die wird sowieso im Urlaub mir entweder verloren gehen oder zerkratzt werden. Ich habe jetzt keine Lust, die Kamera zu wechseln, oder? Machen wir das jetzt nochmal? Okay, wir machen das nochmal ganz kurz. Für die, die es so finden, naja, die sind sowieso schon weg, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Toto, 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 Toto. Na? Also ich finde das hier unten wirklich nicht so schön. Wirklich, wirklich nicht. Aber ja. Wird so eine Ersatzbrille, glaube ich. Also ich finde, was, das war nicht auf dem Bild. Vielleicht kann ich das sogar reklamieren, weil ich. Oh nee. Also umso länger ich mich hier angucke, auch wenn ich jetzt heute echt krass müde bin, es ist Freitag und ich hatte wirklich sehr viele Stunden diese Woche, wirklich sehr, sehr viele Stunden. Ich baue wie immer Überstunden auf, um halt eben bestimmte Tage, wie Geburtstage, mir frei zu nehmen, ohne dass ich was von den Urlaubstagen nehmen muss. Und deswegen bin ich voll müde. Aber nee, nee, nee. Für die Brille habe ich mir gedacht, die wollen wir mal schützen, weil die ja so schick ist, ne? Ist sie nicht, ist sie nicht. Aber guck mal, das ist. Entschuldigung, Kamera. Aber das sieht schon süß aus. Das Einzige ist, das ist ein bisschen schwer. Das ist echt ein bisschen schwer. Und ein bisschen klein, glaube ich, dass die gar nicht da reinpasst. Also. Ja, Temo. Hat mich schön verarscht, ne? Das geht ja mal ja nicht. Okay, ich glaube, ich habe gar keine Brille, die kleiner ist als das. Ich habe ja meistens immer dieses Katzenmäßige. Ich gehe mal kurz meine Tasche gucken. Einen Augenblick. Die Brille ist, weiß ich jetzt leider auch nicht. Die hat auch gar keine Sehstärke, weil die mit der Sehstärke, wie gesagt, habe ich ja verloren. Ne? Also das ist ja schon. Oh, ich glaube H&M, oder? Ja, genau, H&M sieht man ja. Also du siehst ja, ne? Das ist so mein Favorit. Und die würde ja auch hier nicht reinpassen. Also, das ist jetzt
voll für den Hintern. Also ich mag die Form super gerne, nur das hier stört mich. Ansonsten, ja, so diese Pilotenbrillen, die stehen mir leider nicht. Die finde ich auch mega cool. Aber ja, ich habe selbst ein rundes Gesicht, dann passt das irgendwie nicht. Sieht schön aus, ist nichts für Sonnenbrillen. Ja, rosa, ne? Jetzt bleiben wir, glaube ich, beim Rosa. Und zwar konnte ich das nicht fassen, als ich das hier für 2 Euro gesehen habe. Also ohne dieses Silikonteil. Das hat hier auch nochmal 2 Euro gekostet. Aber ich habe das Silikonteil gekauft, damit es nicht so krasse Geräusche macht. Und ich habe ja diese, jetzt weiß ich auch, wie die Marke heißt, Stanley. Ja, ist ein Plagiat, ne? ja, und die habe ich jetzt in Rosa geholt. Die habe ich ja schon in Pink und auch in Schwarz für meinen Mann. Und ich konnte nicht widerstehen, für diesen Preis musste ich sie nehmen. Das einzige Blöde ist, dieser Verschluss hier oben ist nicht gut. Dafür kann man aber separat extra einen anderen kaufen, den ich schon besitze für meine andere Flasche. Deswegen werde ich da nochmal eine Bestellung platzieren müssen. Und für diese Flasche, die ja 2 Euro gekostet hat, ne? Also ich lege sie mal kurz hin, habe ich mir so ein Accessoire hier geholt. Und das ist so eine Halterung. Ich wusste jetzt nicht, dass sie auf Silikon ist, muss ich gestehen. Weil ich eigentlich Silikon jetzt nicht so mag und es ist auch eine andere Farbe. Aber ich dachte mir gleich, ist es ja ganz angenehm, hoch meine Haare, sie so tragen zu können. Denn ich nehme sie ja an sehr heißen Tagen mit auf Arbeit, weil wir sind sehr viele Leute. Wir haben nur einen kleinen Arbeitskühlschrank und wir können einfach nicht unsere Getränke drin kühl stellen. Dürfen, also, was heißt dürfen? Es funktioniert nicht. Weil jeder ja sein Mittagessen da reinmachen will und so weiter und so fort. So, ich ziehe da mal ja kurz mal mein Fläschchen, sein Tütü an. Ich dachte nicht, dass es aus Silikon ist, weil es da klebt ja immer so jeder Fussel dann dran, ne? Ich guck mal ganz kurz. Aber es könnte stabil sein zum Tragen, weißt du? Leicht ist natürlich ohne Strohhalm, aber wohin mit dem Strohhalm? Da gibt es auch noch keine Lösung für mich, ne? So ist es ja schon ganz praktisch, ne? Ich schließe mal das hier komplett. Joa. Finde ich sehr, sehr cute. Ja, aber da klebt natürlich alles, ne? Aber ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass es unterschiedliche Pinktöne sind, ne? Also finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich mag den Deckel nicht, den werde ich gucken, dass ich einen anderen finde, wo hier mit Gummi ist und hier oben so nicht rausguckt, weil dann bricht das sonst ab. Und ansonsten glaube ich, teste ich mal nicht mehr mit in den Garten oder zur Arbeit. Kann ich ja den Strohhalm so in die Tasche schmeißen und den hier so tragen. Und nicht immer nur so, ne? Ich fahre sonst U-Bahn und Bus und habe dann das um meine schwere Tasche. Und ich nehme es aber meistens auch, also jetzt nicht jeden Tag mit, ne? Also das ist mir dann auch zu anstrengend. Aber ja, einmal das finde ich total süß, liebe ich voll. Und dann, ja, musste die noch her. Die ist natürlich deutlich kleiner. Da steht auch Kaffeemarkt. Die ist auch isoliert. Kann man auch für Eiskaffee nutzen oder für was Warmes. Und ich dachte, ich nehme die mit zur Arbeit und lasse sie da. Weil dann habe ich jetzt länger was für meinen Kaffee. Weil ich trinke schon gerne Kaffee. Aber der wird irgendwie auch schnell kalt. Den Strohhalm nehme ich mal mit. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich den unbedingt brauche. Weil ich jetzt mehr warmen Kaffee trinke als kalten. Aber das fand ich auch total niedlich. Und das hat jetzt irgendwie über 5 Euro gekostet. Aber fand ich jetzt sehr, sehr süß. Ist ja total meine Farben, ne? Und ich habe ja gesagt, von der Stanley habe ich ja noch eine pinke. Und habe ich mir auch so einen Boden geholt hier in Pink. Mal gucken, ob ich noch so ein Tragetäschchen dafür hole. Ja. Muss ich mir überlegen. So, im Moment, ich muss euch wieder schieben. Ja. Heute ist 27 Grad. Da bekommt man so kleine Schweißperlchen auf der Nase. So, setzen wir uns mal wieder hin. Puh. So, ich habe so eine Täschchen hier geholt. Da mache ich zum Beispiel meine Pookie-Tools rein, die man bei mir im eBay-Shop zum Beispiel erwerben kann. Ne? Ich verlinke es einfach mal unten, mein Shop, der ist ja eigentlich immer verlinkt. Und ja, finde ich total schön. Habe ich gebraucht. Und die nochmal in eine Nummer kleiner. Das ist eher so für die kleineren Sachen oder halt eben für die Stifte. Ja, genau, auch die habe ich mal wieder gebraucht. Dann habe ich wieder so eine gelbe Schale gekauft für mein Handy. Ich habe ja letztes Jahr eine gelbe Handyschale gehabt und mir dieses Handyarmband gemacht dafür. Und dann ist die Schale, hat aber ein bisschen gelitten. Ja klar, du schmeißt sie in die Tasche rein, wieder raus, rein und raus. Und deswegen musste ich mich dann von dem Case dann trennen. Aber ich mag einfach Geld sehr, sehr gern.
Das ist eine absolute Sonnenscheinfarbe. Es ist einfach Sommer. Und ich hoffe wirklich sehr, dass da mein Handy reinpasst. Sieht aber nicht so ganz gut aus. Und ja, das ist ein sehr schönes, angenehmes Cremegelb. Ich mochte aber auch gerne dieses Knallgelb. So ist es nicht. Und dafür habe ich mir dann noch diesen Knoppelchen hier bestellt. Wartet mal. Ihr merkt schon, es ist ganz viel random hier, ne? So, und den wollte ich dann hier so ranmachen. Der ist jetzt so silber. Da gab es, glaube ich, auch in anderen Farben, aber... Ja, ich glaube, ich würde es so rankleben. Können wir das zusammen machen? So, ist das jetzt staubfrei? Ui. Ich glaube, das wird auch wieder hier nicht so super lange halten. Das Klebeding. Ich krieg's gar nicht ab. Aber dafür haben wir so einen geilen Pookie-Tool. Handmade by Olga. So. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie halte ich denn mein Handy immer? So, ne? Mach ich mal. Bup. Bup, bup, bup. Und dann kann man das so umklappen oder hochklappen. Und ja, wenn man gucken will, geht's auch, ne? Ja, passt schon. Passt schon. Ist durchsichtig mit Absicht gewählt. Ich hatte mal davon auch so ein Popsicle in Gelb. Aber irgendwie hatte ich jetzt mal Bock auf den Ringding. Genau, also habe ich extra geholt für mein Handykettchen, weil ich das halt eben so mag. Mein aktuelles Handy hat immer noch kein Handykettchen. Aber ich mach das. Es ist seitdem so Sommer, viele Geburtstage. Ich habe ja selbst zwei Sommerkinder und meine Tochter wird auch sehr, sehr gerne eingeladen. Ich weiß gar nicht warum, die kleine Hexe in Anführungsstrichen. Aber vielleicht benimmt sie sich woanders ganz, ganz lieb. Ich weiß das nicht. Machen wir einfach mal weiter hier. Wir haben ja noch ein bisschen was. Dann habe ich wieder Kaviar-Pearls bestellt. Das benutze ich ja immer gerne für Shaker-Elemente. Ich bin ja immer noch auf der Suche, dass ich sie ein bisschen größer finde, weil ihr seht schon, das ist die Mini-Variante. Das ist auch eigentlich für Nails, ne? Aber ich habe das jetzt nicht auf meinen Nägeln. Ich benutze sie wirklich so für, ja, für Shaker-Karten. Finde ich schwarz immer auch ganz nett. Gibt es auch bei Teddy & Co., ne? Aber nicht so häufig in schwarz. Und wenn dann so ein Mix-Set, nie einzeln und ja, von den anderen Farben, lila, grün und so habe ich jetzt, oder blau habe ich jetzt erstmal genug. Deswegen habe ich jetzt hier nur so schwarz. Ich glaube, bei dem letzten Einkauf war ja Mint mit bei, ne? Muss man wieder Shaker machen. Ich habe relativ viel Shaker-Zubehör. Also neu. Und ja, muss ich mal wieder benutzen. Dann kommen wir so ein bisschen zu Perlen. Und ich glaube, die muss ich mal waschen. Aber die Tüte sieht nur so all aus. Die Perlen finde ich jetzt aber wunderschön. Jetzt lasst euch nicht erschrecken, wenn Mutti arbeitet, also diese Anhänger macht, dann ja, mache ich manchmal ein paar abends und höre mir was an und dann wird aber nichts draus. Aber ich mache das natürlich nicht weg, ne? Aber es ist halt eben hier so ein bisschen besetzt. Aber dieser Mix ist ja wohl wunderschön. Ich liebe ja dieses AB-Schimmer. Und ich muss sie nur mal kurz durchwaschen, weil ich bin der Meinung, durch die Tüte da ist irgendwas. Oh Gott, ich berliner heute so doll. Ich weiß es gar nicht, warum. Ich lege sehr viel Wert auf Hochdeutsch. Ich weiß nicht, was los ist heute. Einen Moment, ich konzentriere mich. So. Und ja, die sind ganz, ganz hübsch. Ist wie gesagt ein Mix. Hat, glaube ich, so um die 4 Euro gekostet. Und ich sortiere es natürlich nach Farben, ne? So, ich lege es mal hier zur Seite. Weil es muss ich noch waschen. Dann passend dazu, ne? Also fast passend. Also es ist jetzt nicht genau der gleiche Pink. Das ist jetzt Rosenrot. In der Größe 12 Millimeter, genau, habe ich jetzt diese hier bestellt. Weil ich persönlich mag ja Pink und Schwarz super, super gerne. Ich habe noch einen einzigen Pookie-Tool in Pink und Schwarz. Und dann würde ich gerne mal ein paar neue machen. Aber ich will auch gerne wieder meine Karten beenden, wo ich dann Video letztes Wochenende angefangen habe. Mal gucken, was draus wird. Vielleicht sollte ich einfach aufhören zu schlafen. Nein, also wunderschön. Und die habe ich auch in einer anderen Größe geholt. Also umso größer sie werden, umso weniger Inhalt bekommst du. Aber ja, finde ich wunderschön. Ich sortiere sie mir dann noch eine in meine Box dann. Ja, sowas macht mich echt glücklich. Dann habe ich nochmal schwarz geholt, weil auch da ist nicht mehr so viel da. Ne? Voll schön hier. Welche Größe bist du? Das ist wieder nicht so viel, aber okay, geht schon. 14. Das ist jetzt 14, ne? Das ist so schon schön. Und genau davon habe ich noch eine Nummer größer geholt und noch ein bisschen kleiner. Da muss ich mal schauen wegen dem Loch, aber wenn nicht, ich glaube, ich wiederhole es in jedem Video, aber ist das Loch dir zu klein, hol dir bei Ali oder Timo so eine Pfeile, ne? Dann kannst du das, ist zwar ein bisschen Arbeit, aber wenn du das willst und sowas basteln willst, dann machst du es dir oder du kaufst es bei mir, wie du willst. Auf jeden Fall kannst du es hier dann vergrößern, das Loch. Aber ich finde, das sieht schon relativ groß aus. Das muss man hier nicht machen. Aber hier bei dir, bei dieser Größe, ne, ist ein bisschen kleiner, da muss man es halt eben machen, ne? Also das auf jeden Fall.
Da kann ich dir jetzt schon sagen, du siehst ja, wie weit das reingeht. Gar nicht weit, ne? Das muss man dann gut festhalten und dann hin und her, hin und her. Ich piek's mich auch immer gerne selbst mal an. Ich nehme mir ganz oft vor, das abends auf der Couch auch zu machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich setze mich hin, mache was an, schlaf ein. Ja. Naja. Dann habe ich hier noch ein bisschen Creme geholt. Ist ja in diesem Mix auch mit bei. Gott sei Dank. Ich schmeiße das auch gleich hier rein, weil ich wasche es dann zusammen. Ich liebe das. Das in Verbindung mit, das ist ähnlich fast wie weiß. Ich liebe ja auch so weiße Perlen. Das ist jetzt 14 mm. Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, ne? Neue Sachen auspacken. Da bin ich wie ein kleines Kind, was Geburtstag hat. Und ja, ne? Du siehst schon, ne? Das würde auch hier total super passen. So diesem Gelb. Da hat mich letztens auch keiner korrigiert. Ist es jetzt, jetzt ist mir das Wort selbst entfallen. Naja, wie auch immer. Ja, passt zu allem, finde ich auch, ne? Dieses Creme. Wunder, wunderschön. Ich liebe euch ganz doll. Mami hat euch lieb. Ich werde creepy. Dann haben wir noch mal weiß. Ich glaube, davon habe ich in der nächsten Bestellung noch viel, viel mehr bestellt. Die muss ich, glaube ich, nicht abwaschen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind gut. Ja, wunder, wunderschön. Da kann man nichts anderes sagen. Und damit ein Armband, also ein Handykettchen mit dem Rosa. Aber eigentlich will ich nur die großen und mal nicht für ein Handyarmband benutzen, weil es dann ganz schön klobig ist. Also okay, die sind jetzt auch relativ groß. Aber eigentlich habe ich mal das Gefühl, dass ja sowas Kleineres irgendwie, ja. Na, ich weiß auch nicht. Mal gucken. Nee, ich glaube, die sind nicht zu groß dafür. Ich glaube, das ist schon fast zu groß. Aber ich benutze es trotzdem, weil ich das gemacht habe und ja, geil, toll finde. So, ich glaube, das ist mit dem Thema auch schon fast vorbei, oder nein? Oh, das ist auch so voll die Schummelpackung gewesen. Habe ich ein bisschen geärgert. Also, da stand jetzt dabei so abgebildet ein richtig dicker, fetter Batzen, ne? Dann kommt hier sowas an. Und ganz ehrlich, in der Artikelbeschreibung sieht man auch gar nicht, wie viel du kriegst. Wirklich nicht. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also das ist jetzt echt nicht viel. Das ist jetzt 50 und nochmal 50. Ich finde die trotzdem sehr, sehr schön, weil gerade Gold habe ich jetzt nicht so viel. Mache ich auch ehrlich gesagt nicht ganz so viel, obwohl ich ein Goldlieschen bin. Ne? Aber ich wollte unbedingt die haben. Und wenn ich das mir jetzt mal angucke, ich brauche auf jeden Fall. Boah, hier geht ja alles unter, ne? Wo ist mein dickes Ding? Gott, Olga, was redest du denn da? So, hier. Ja, das ist ja eins von den dickeren. Oh nein, das passt nicht drauf. Ach Mensch. Das ist so schade. Das ist so, so schade. Also das hat jetzt 2 € gekostet. Ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Aber wenn ihr wisst, wie viel ich schon gekauft habe, was ich eigentlich gar nicht dafür benutze, ist das schon auch wieder, summiert sich das dann wieder, ne? Okay, und das kann man jetzt aber nicht fallen, ne? Also das geht, glaube ich, nicht. Also was ist, glaube ich? Also ich würde das auch nicht machen. Das tut ja auch irgendwann mal in der Hand, weil sowas Kleines festzuhalten. Aber nee, das geht nicht. Das ist nicht aus Plastik. Okay, total schade. Ich weiß nicht, kann ich nicht empfehlen? Also vor allem, auch, das Bild ist voll die Mogelpackung. Ja. Naja, jetzt habe ich davon 2. So. Ich hoffe, ich vergesse hier nichts. Ist dir was daneben gefallen? Nein. Dann habe ich von Alina Kattel eine Hot Foil. Ich habe dann von Also China noch nie eine Hot Foil Stamp mir bestellt. Und das ist ja Stamp. Ne? Sieht man ja, dass es hier so flach ist. Und das ist die Stanze dazu. Und ich lege dir mal hier die so eine A4-Karte hin. Ne? Das ja, passt ganz gut. Ne? Bedeckt schon relativ viel. Aber ja, wollte ich mal haben. Und kostet so um die 3, 4 €. Ne? Kann man ja nicht sagen. Ne? Also wirklich. Wenn es funktioniert. Ne? Das muss ich jetzt noch, muss ich noch testen. Aber mir ist gerade mit Hot Foil zu warm. Dann habe ich hier, oh Gott, das war auch so eine Mogelpackung. Ja, das sind, keine Ahnung, 20 Stück für auch so 3 Euro. Das soll aber irgendwie echt goldbeschichtet sein. Ich weiß nicht. Ich mache mir damit mein Armband und teste das aus, weil alles, was nicht echt ist, wird ja so dunkel, ne? Ich trage es ja dann weiter. Aber ja, sieht so lala aus, ne? Und ich probiere es mal. Also gerade Armbänder, weil man sich ja die Hände wäscht. Bei Handykettchen spielt das keine so große Rolle, weil du hast es ja nicht um, wenn du deine Hände wäschst. Und deswegen ist es da kein Problem, sowas zu benutzen. Aber für ein Armband, ja, mal gucken. Also das benutze ich jetzt mal, weil reklamieren will ich das nicht. Das ist ja meine eigene Schuld, ne? Obwohl ich finde, man sollte die Artikelbeschreibung ein bisschen besser ausfüllen, weil da gibt es kein einziges Bild, wo es so wenig aussieht. Na gut, egal. Machen wir mal heute.
Dann habe ich hier so ein, das war bei Action, das war auch das Einzige. Ich glaube, ich habe noch was für Geburtstag geholt, aber nichts, was man hier so zeigen kann. Das ist so ein A6-Ding hier. Und Ophelia kommt ja auf die Schule und sie braucht so ein Hort-Buch. Und das soll irgendwie A6 sein. Und ja, das ist zwar ein bisschen wappelig, aber sie meint, es darf nicht Softcover sein. Aber das ist doch gar nicht, doch, das ist ein bisschen soft. Aber ich habe nichts anderes gefunden in A6. Und die Zeit rennt mir davon. Wir fliegen ja auch noch in Urlaub und ich muss zwar noch ein bisschen arbeiten, ein paar Wochen, aber dann, ja, die Zeit rennt davon. So, oh Gott, ich liebe das, ich liebe das, ich liebe das. Es ist so, so süß. Guckt euch mal diese, oh, das ist natürlich jetzt wieder ein anderer Goldton, aber ich habe das ja schon sortiert. Ich habe ja drei Boxen, also einmal Silber, einmal Gelbgold und einmal dieses KC Gold. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen anders, aber oh mein Gott. AliExpress macht mich fertig. Guckt dir mal diese Bienchen an. Ich glaube, jede Sabine geht jetzt ab, ne? Aber ich bin zwar nicht Sabine, aber ich liebe die trotzdem. Ich finde die so, so süß. Und ich finde Bienchen und Blumen, das passt ja voll gut, ne? Die Bienchen, die Blümchen, ne? Aber das ist, ja. Und ja, ich stelle mir das wieder so mit Gelb vor. Ich habe ja irgendwie solche Stifte. Da habe ich so auch so eine Sonnenblume dran und so ein paar gelbe Perlen dran. Und wenn man sowas Ähnliches macht, aber dann nochmal noch so eine Biene dazu. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass das jetzt hier fokussiert. Ja, also wunderschön. Ganz, ganz süß. Gab es natürlich auch noch in anderen Farben. Aber ich weiß nicht, ob ich sie hole. Vielleicht, vielleicht. Ich bin mir nicht so sicher. Hihi, voll süß. Dann, ja, weiß, ne? Ist das jetzt hoffentlich eine andere Größe? Nein, keine andere Größe. Das ist so, ich habe da auch ein bisschen gesammelt. Das ist jetzt nicht alles an einem Tag bestellt. Ne? Manchmal für auf dem Weg nach Hause. Ne? Ich habe jetzt nochmal die gleiche Größe. Noch ein paar mehr. Ja, die passen, glaube ich, jetzt nicht mehr in die Box. So, lass uns einfach mal flott weitermachen. Dann, ich habe zwar super viele Stifte bestellt. Also ich glaube, im letzten Video habe ich dir die hier gezeigt. Ich habe davon noch kein einziges gemacht, ne? Aber ich war glücklich, sie zu besitzen und weiß auch nicht, mir wurde dann das hier vorgeschlagen. Wir so, boah, cool, voll schön, bestelle ich auch. Und jetzt sind die angekommen und ich stelle fest, du hast nicht mal die hier weggeräumt. Naja, aber weil ich gerade dieses Blau sehe, in meinem letzten Einkaufsvideo habe ich dir ja meine Teststanze gezeigt und habe gesagt, ich will Tests machen. Schaut mal, das ist der Action Moos Gummi. Ja, der ist nur auf einer Seite gefärbt, ne? Aber ich finde, das sieht voll schön aus. Und ich habe davon... Also weiß ich nicht, vielleicht ein Drittel verbraucht. Ich habe noch ganz viel davon. Ich weiß gar, ehrlich gesagt nicht, wo das ist, aber okay. Ja, voll die süße Tessa ist das geworden. Und guckt mal, das passt doch. Das passt doch total gut. Also das werde ich hier mit einbauen. Also sowas von werde ich das mit einbauen. Ach Mensch, das finde ich toll. Und ganz ehrlich, wenn man sowas verschenkt, dann freut sich derjenige. Und du freust dich auch, weil du das gemacht hast. Bin ich mal ganz sicher. So, jetzt kommt nur noch so Verbrauchsmaterialien, also spannende Sachen. Ah, oh je, das ist ja ein bisschen peinlich. Noch mehr weiß. ja. Ich hätte gerne einen Tag mal Bastelurlaub. Guck, ja, verstehe. Das ist jetzt wenigstens eine andere Größe. Das habe ich wenigstens jetzt mal auf die Reihe gekriegt, das zu machen. Ja, wirklich einfach mal so dazu. Ich muss es gleich wegsortieren. Ein hübsches Foto wird es hier nicht draußen, ne? Das sieht echt nicht schön aus. Oh je, ich mache einfach ein eigenes. Also, ja. Dann habe ich hier einmal Kettelstifte geholt in Gold. Ich habe ja die hier in meinem Shop, ne? Das ist jetzt unfertig, weil, ja. Aber damit mache ich dann so hübsche Anhänger, weil hier die Schrift hat, die in Gold ist. Muss seitdem das oben auch Gold sein. Und dann habe ich davon diese Stifte hier geholt. Ich habe auch die nochmal nachbestellt. Die habe ich jetzt gar nicht da reingepackt in die Box. Nach habe ich auch nochmal da. Also da werde ich nochmal 10 machen können. Und von den anderen weiß ich gerade nicht, wo die sind. Aber ich habe ja ein eigenes, ne? Das ist ja so eins. Die mache ich ja dann in Silber. Ja, habe ich jetzt so ein Schleifchen. Ganz hübsch, wie ich finde. Dann habe ich hier noch welche in Silber. Weißt du was? Ich kann da schon ein bisschen was wegsortieren hier, ne? Alles, was Silber ist. Ich habe hier, ne, von diesen Boxen hier von Action. Und da habe ich halt eben eins in Gold, eins in Silber und eins in diesen Gelbgold. Ja, und genau. Da mache ich die jetzt rein. Ne? Die sind jetzt relativ lang. Aber du siehst ja, von Inhalt her, hier ist noch relativ viel Fusseliges, Kleines drin. Und es wäre vielleicht sinnvoll, das einzeln zu haben, aber da ich jetzt das nicht tagtäglich mache, ne, schmeiße ich mir da so eine Handvoll hier rein, dann sortiere ich mir das und mache dann weiter. Genau.
Einmal das. Habe ich noch mehr von diesen Stiften geholt? Ja, na klar, dachte ich mir schon. Genau, hier nochmal welche mit so einem Ball obendrauf. Genau, die sind auch jetzt ein bisschen länger. Ich würde auch anraten, eher mehr längliche zu bestellen, weil ich drehe sie dann in mir immer so ein. Man kann sie auch dann abschneiden. Ich habe eine Zeit lang so ganz, ganz kleine bestellt und festgestellt, diese ganz, ganz kleinen kann ich nur für diese Mini-Mini-Perlen benutzen. Und ganz so viele von diesen Mini-Mini-Perlen verwende ich ja gar nicht. Also, ne, das könnte man da jetzt für so was, so eine, was ganz, ganz Kleines hier verwenden, für dieses hier, ne? Da würde ich so eine kleine benutzen. Genau, die wirklich dann mehrfach rum. Kann man jetzt vielleicht nicht so gut sehen. Ja, genau, für so eine Anhängerchen. So, ist zwar jetzt nicht ganz voll geworden, aber man kann ja bei der nächsten Bestellung wieder was ordern. So, lassen wir das gleich mal offen, weil ich gerade sehe, ich habe hier noch so eine Anhänger geholt. Die sind jetzt Silber und ich weiß Silber, aber es gab es halt eben die Auswahl nicht. Und ich fand die halt eben so süß und zart und, also zart sind sie jetzt doch nicht, aber ich fand sie trotzdem relativ niedlich. Schaut mal. Und ich habe hier noch so ein anderes Blättchen. Irgendwie Blättchen und Blümchen gehen ja für mich auch mal total gut. Also man sieht den Farbenunterschied, aber ich werde es trotzdem benutzen. Aber die Größe, siehst du das, was für ein Unterschied das ist? Von der Größe her, das ist schon mal was, ne? Genau, da habe ich jetzt auch so einen guten Haufen. Kommt jetzt hier rein, wird einmal durchgemischt. Ja, das muss eigentlich hier rein. So, genau. Das sind auch alles so klug. Ja, süß. Ach ja, dann muss ich auch mal wieder was machen. So, das ist das. Und was haben wir hier noch? Oh doch, ich habe noch mehr. Da, hier habe ich noch eine Packung. Dann machen wir die auch mal mit rein, ne? La, 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 la. Einige sind geknickt, aber es stört mich jetzt nicht so sehr. Ja, ne? Kann man so gut benutzen. Ja, kann man gut biegen, ne? Sind jetzt nicht zu steif. Also die so sich so gut biegbar sind, ne? Die benutze ich dann immer zum Einrollen. Und die anderen, die so starr sind, ne? Wo sind die denn? Die hier. Die sind jetzt so total starr, die kannst du jetzt kaum biegen mit deiner Hand. Da knipse ich da ab und mache mir so eine Schlaufe, ne? So im Hand habe ich das. Genau, das ist einmal das. Und dann habe ich noch von den Biegeringen mir welche bestellt. Einmal diese Größe hier, steht es halt eben drauf. 5 mm. Und das ist ein Plastikmüll, ne? Und das müssen halt eben 4 sein, ne? Genau. Und wenn ich mir das mal hier anschaue, okay, bei der 5 ist jetzt fast alles voll, aber die 4 zum Beispiel hier, ne, die ist komplett leer und die 3 bestelle ich so gut wie nie, weil das ist mir ein bisschen zu fummelig. Da fehlt mir ein bisschen so die Pinzette für. Man bräuchte dann die hier noch ein bisschen schmaler und habe ich aber nicht, ne, deswegen kriege ich die kaum auf. Aber 4 und 5, das ist so meine Comfortzone und die anderen verwende ich auch ab und zu mal. Aber nicht ganz so häufig, genau. Also 5 hätte ich jetzt gar nicht gebraucht, ne? Nur die 4. Das hätte ich vielleicht doppelt kaufen müssen. Sortieren wir das gleich mal ein? Ja, come on. Und die Perlen muss ich erstmal ein kleines Bad gönnen, ne? Dann kriegen wir ein bisschen Seife zu, ein bisschen Wasserchen und dann werden die gebadet, die Perlen. So, ja, also 4 könnte ich jetzt nochmal bestellen. Ich gehe mal auf Balkonchen. Oh, nee, wartet mal, hier noch eins. Ich habe es doch zweimal bestellt. Haha, Olga, du darfst jetzt doch nicht shoppen gehen. Du kannst auf Balkonchen gehen und die Wäsche abhängen. Das kannst du machen. Oh. So, es hat geklingelt. Aber ein ordentliches Verabschieden mache ich jetzt trotzdem. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen, für mein Chaos-Video. Und wenn du Lust hast, sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!